Hallo Gamer-Freunde, Ladies, herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Stream mit mir, eurem Gastgeber-Twitcher, live aus der Gaming-Lounge mit einem weiteren Indie-Pixel-Horror-Game. Diesmal zu The Dish is Out. Und was wir hier machen sollen, was das für eine Geschichte ist, das werden wir jetzt erfahren. Wir stehen natürlich auf. Wake up. Viel Spaß. Hey, wake up. It's Randy. We got a serious problem. I'm not getting a signal from the southern dish. The blizzard must have knocked it out. I know you're still new at this job, but I need you to climb up and pull the restart switch on the dish. Be sure to bring a flashlight with key. And bundle up, it's blowing sideways out there. Oh, okay. Ja, das ist unsere nette, bescheidene Unterkunft während des Jobs. Und neben der interessanten Story, die etwas intern verschleiert ist, durch Randy, gibt es auch noch Sachen, die wir hier machen können, natürlich finden können. Irgendetwas anderes lauert in der Dunkelheit. Aber vielleicht war es auch nur ein Traum. Wir werden natürlich erstmal was trinken nach dem Aufstehen. So, komm, gleich nochmal. So, und dann werden wir natürlich... Ja, was essen. Genau. Lecker, lecker. So, okay. Wir noch mal schauen. Find the satellite dish and flip the switch to restart it. Ja, escape zurück. Das Spiel schließen. Warst, kannst du mal rumlaufen. Schauen, einfach die Maus bewegen. Rennen können wir eben die Shift-Taste oder Leertaste. In der Aktion mit der linken Maustaste, Zoom, rechten Maustaste und Flashlight mit F. Also auch hier sinnvoll belegt. Okay. So, Geheimnisse. Wir schalten hier mal Licht an. Und hier auch mal. So, können wir mal ausschalten. Die Taschenlampe gibt eine angenehmere Atmosphäre. So, hier gibt es eine VHS-Kassette. Und bei einer Testrunde wurde festgestellt von mir, dass es 7 geben soll. Und schauen wir mal, ob wir alle bekommen und ob das vielleicht irgendwas auslöst. Ja, besser konnte der Blickwinkel nicht sein. Da sind noch 2 andere. Was ist das hier? Okay. Hier ist noch 1. Da, 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 dam, die Toten. Tot, 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 tot. Okay. Das reicht, mehr braucht man nicht Fernsehen gucken. Das ist zu schädlich. Okay. Am Bett, hinterm Fernseher und hinter den Kisten. So. Hier haben wir natürlich noch ein paar Sachen hängen. Der gute Duftbaum. Und hier noch ein paar Kinofilmplakate. Blob. Das kann ich gar nicht lesen. Also das müsste dann wirklich schärfer sein.
Für ein Update wäre das gut. Das ist hier keine Demo, das ist die Vollversion. Horror Express. Dolls. Ja, überhaupt nicht creepy. Das Ding aus einer anderen Welt. Was haben wir noch? Was? Eher Shining? Okay. So, drei Stück haben wir. Gehen wir mal raus und gucken mal, was hier ist. Wir machen natürlich jetzt wieder an. Sonst sehen wir ja nichts. So. Ja. Hier sind wir rausgekommen. Und jetzt gehen wir einfach mal hier vor und orientieren uns am Licht. Laufen mal drauf zu. How are you doing out there? Not lost, I hope. The guy that worked your position last year got lost. We didn't find him still this spring. Until the spring, yeah. Ah, just kidding. I'm a big kidder. Good old Randy the Kidder, they call me. Wow. Hat einer irgendwas umgeräumt? Geräuschkulisse. So muss es sein. Okay. So. Schalter. Well, fancy that. It's working again. Well, you can head back to bed now. Sorry to disturb you. It was something so simple. Yeah. It's just very important that the dish works at all hours. So thanks, and have a good sleep. Yeah. Du auch, du auch. Ich komme gar nicht hoch. Ah, hier. Das ist jetzt die vierte VHS-Kassette. Hier müssen wir runter. Boah, Gänsehaut. Okay, hier oben scheint wirklich nichts zu sein. Ah! Okay, das Zoom, das spinnt ein bisschen. Na gut, wir gehen wieder runter. Okay, erstmal schauen. Hier ist die Leiter. Dann müsste das hier irgendwie sein. Hey, I'm really sorry if I scared you. I really shouldn't joke about people dying out here. Since there actually was a girl who was found dead in this area. Her name was Jenny Clark. She was 16. Apparently a couple of meth heads abducted her. Did things to her before she died. Things only monsters would do. Except they never found enough evidence to convict the bastards. Heard from a part that they still live around here. Someday they still roam the woods at night looking for more folks to mutilate. Oh look, now I'm scaring you again. But it did happen. Even made national news at the time. Ooh. Das ist heftig. Haben wir irgendwelche verrückten Drogenfreaks? 16-jähriges Mädchen. Strangiert, um es mal dezent auszudrücken. Wo sie starb, das ist schon echt krank. Und die Freaks sind immer noch hier unterwegs, suchen neue Mädels. Die werde ich in Stücke hacken. Oh, hier ist der Zaun. Das rote Licht, der Satellitenschüssel. Okay.
Bunkereingang. Are you outside my bunker? Oh, good. I saw your flashlight under the door. You had me spooked for a second. I would invite you in, but the place is a mess. Tja, Randy, nicht nur du kannst Leute erschrecken. Wir können das auch. Okay, da haben wir schon mal seinen Platz gesehen. Ich frage mich, ob wir uns dann auch sehen. Und ja, vielleicht. Zusammenarbeiten können. Direkt, nicht bloß so. Okay, jetzt bin ich hier lang gegangen. Ich muss wahrscheinlich dann. Wow. Okay, das Wetter. Das Wetter ist echt gut. Vom Sound auch her. Ja, Moment, ich gehe jetzt mal hier lang. Okay, das klingt sehr nach Generator, aber da hat man jetzt noch nicht die Aufgabe dazu. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn das Ding? Irgendwie scheint sich das doch irgendwie zu bewegen. Ach, hier ist der Zaun. Okay. Was? Jetzt bin ich wieder hier? Okay. Ja, man kann sich also doch verirren, ein bisschen. Aber jetzt sind wir da, okay. Ah, merkwürdig. Gut. Gut, können wir wieder ausschalten. Licht ist noch angenehm. Hat sich jetzt hier drin irgendwas gedreht? Bring erstmal was. Erstmal was trinken. Dann weiter essen. What? Shit. I'm sorry. Now the dish is dead again. Can you quickly jog back and restart it? I'm sorry, but we need the dish online. I swear I'll make it up to you tomorrow. What? Okay. Aha. Ja, immer wenn der Punkt ist, können wir auch was machen. What? Moment, bleib mal da. Irgendwie seltsam aus an der Seite. Also der Vater hält die Tochter. Oder allgemein das Kind oder den Sohn, ja. Also hier. Aha. Zack. Irgendwie. Okay. Hinhocken können wir uns nicht. Dahin ist auch noch was. Was ist denn das hier unten? Kann das aber nicht aufheben. Auch Bild vom Kind. Teppich. Okay.
So, okay. Go back to the satellite dish and flip the switch to restart it. Alles klar, das werden wir jetzt machen. Und nochmal raus in die Kälte. Lampe natürlich an. Oh no. Wow. Das war der Ast. Oder war es ein Knochen? Okay, hier ist schon mal Blut. Das ist, ja, beunruhigend. Okay. Ja. Moment, was war denn das hier? Die Schneegeräusche sind richtig gut. What's that? The dish is busted? Was? Oh ja, na eben. Damn storm. Well, I guess we'll try to fix it tomorrow. Shit is seriously getting on my nerves. Go on, head back to bed. Wow, da hinten! Ah. Okay, das ist so ein Freak. Ach du Scheiße. Okay. Dann haben die das jetzt ja kaputt gemacht. Oh, jetzt müssen wir schnell zurück. Irgendwo hier, oder? Bin ich schon wieder so weit abgekommen bei dem Stück? Also, das gibt's doch nicht. Tat. Aber war ich nicht gerade da und dann hier rüber und dann ist es dort gewesen? Das ist echt seltsam gemacht. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Da ist das Licht, also. Jetzt kommen wir hier raus. Was? Ich bin doch von da gekommen. Jetzt ist das Ding da. Ach komm, erzähl mir doch nichts. Kein Wunder, dass ich das nicht direkt zurückfinde. Ja, alles klar. Sagt er vielleicht noch was, wenn ich jetzt schon mal hier bin? Na, sagt nichts. Da hinten, ja? Ja. Jetzt würde das immer verschoben werden. Das ist echt seltsam. Dahin ist das Licht. Können sogar rückwärts schneller gehen. Okay. Naja, alles klar. Aber wir haben es geschafft. Sind wieder zurück. Gehen wir mal rein. So, alles klar. Sind wieder drin. Können wir das hier vielleicht irgendwie öffnen? Werkzeuge? Papier und Ball oder so. Aber wenn wir zurückkommen, essen wir natürlich erstmal was.
Okay. Hey, are you by my place? I keep hearing this banging at my door. Uh-oh. It's not you? Nein. Fuck that. I'm not answering it. Those psychos aren't going to get me. You're safe inside, right? Probably the best if neither of us went out again tonight. Whoa! Oh, jetzt haben die das... Shit. Hey, du... Oh, fuck me. Okay, das konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. If we don't get the power back on, we could freeze to death. We need to go back out there. Oh, ich bin doch gerade wieder reingekommen ins Warme. This time to find the generator and press the button to restart us. If we can't fix it, I don't know what we are going to do. Okay, alles klar. Ja, gleich nochmal raus. Dann trinken wir aber nochmal was. Und nochmal trinken. Und nochmal essen. So, wie gehen wir denn jetzt am günstigsten? Wir müssen ja zum Find the Generator and press the Restart Button. Okay, genau. Das ist Satellitenlicht, okay. Da ist er. Okay. Das heißt, ich gehe dann hier direkt zurück. Ah, hier ist noch ein VHS-Kassette. Das ist die 5 gewesen. Und gleich zurück. Fantastic. Power's on. Wait, something's not right. Ah! No, no. Oh, shit. Oh, no. Oh. Oh Gott, das sind mehrere. Ah, der ist direkt hinter mir. Holy shit. Oh. Hahaha, Gänsehaut ohne Ende. Holy hell. Da! Nein! Nein, 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 nein! Verschwinde! Oh ja, wir haben es geschafft, okay. Boah! Super Geräusche. Oh Mann, wow. Okay, Licht ist wieder da, sehr schön. Run, get back to your bunk. Okay, haben wir gemacht. Puh. Mann, Mann, Mann. Ah! What the hell is going on tonight? What? You saw something? I knew it. It's those psycho rednecks. Fuck it, I'm getting my double barrel. Oh yeah. Stay in your bunker. I'm gonna go scare him off. Okay, diesmal knallt es gar nicht mehr, oder? Oh my god, is this... Blood? Fuck these dudes. I might just kill them. I've always wanted to kill someone. I'm just kidding, by the way. Yeah.
I would never actually shoot them. I'm Randy the Killer, remember? But I might skin them. Skin them and hang them from a tree. Yeah, we predator. Just like they did to Jenny Clark. Das haben die Mädchen angetan. I could even... Was? Krank. I don't see anyone out here. Oh, Randy, pass bloß auf. I'm coming to your place. Prepare for me. Seit wann hat Randy so eine helle Stimme? I'm hurt. I need you to help me. I'm in my bunker. Follow the blood. Und ab dem Zeitpunkt wussten wir, Randy ist nicht mehr unter uns. Randy, du hast dein Bestes gegeben. Eine kurze Gaming-Minute. Aus Zeitgründen eine Gaming-Sekunde des Schweigens für Randy, unserem unbekannten Schneefreund. So, jetzt müssen wir aber wieder weiter. Hier hat sich jetzt nichts getan. Wir essen natürlich nochmal was. Ich glaube, jetzt müsste die Box alle sein. Und nochmal trinken. So. Okay, jetzt fehlen also noch zwei Tapes fehlen noch. Ich hoffe, die finden wir. Weil ich habe kein Abspielgerät gesehen. Oha, da geht's ja schon los mit Blut. Aber hier hinten ist nichts. Alles klar. Okay, hier. Okay, geschossen. Geschossen. Oh, hier ist sie. Ja, Schrotflinte immer super. Du hast es versucht, Randy. Zwei Volltreffer. Aber es war nicht genug. Hier sind wir doch mal kurz lang. Genau, das ist der Baum. Wurde schon irgendwas dran geschlagen? Ah, hier ist noch ein Tape. Nummer 6 ist das jetzt. Okay, warte mal kurz. Ich muss mal schnell schauen. So, ich glaube, hier müsste das jetzt klappen mit der Orientierung. Ich muss noch mal ganz kurz zum Generator. Doch, hier ist noch der Zaun. Der Zaun läuft mit uns. Ah, okay, ja. Okay, alles klar. Das heißt, das siebte, ja, muss jetzt im Bunker von, bei ihm sein. Ja, und dann gehen wir jetzt so zurück.
Okay. Da sind wir schon. Oh ja. Oh ja. Dann gehen wir mal rein. Oh Mann, der arme Kerl. Harry. I am bleeding. Oh, Randy. Oh, der Bunker ist ja... Ah, jawohl. Oh, damit kann ich auch aufnehmen. Gar nicht gewusst. Naja, das spinnt ein bisschen. Also wir haben in den Räumlichkeiten, in der Unterkunft, hinter den Kisten eins gehabt. In einem Fernseher, am Bett, beim Satellit, oben auf der Treppe. Am Generator, in der Blutlache. Und jetzt hier an der Kiste. Das sind alle 7 Stück. Müsste passen. Ja, genau. Ah, eine Lampe. Können wir bestimmt nicht machen. Ja, das war klar. Oha. Und jemand? Oh, bitte nicht. It's dark under your skin. Dark. And. Ja, danke, dass du mir das mitgeteilt hast. Wow, was hat diese Kreatur gemacht? Oh, oh, oh. Oh, da hinten ist langsam das Ende. Die können ja auch Türen öffnen. Oh no. No, Randy! Ach du Scheiße. Gehäutet. Behind you. Randy! Oh Gott, ich komme gar nicht hin. Ah. Oh Gott. Ah. Oh no. Ah. A game by John Harwood. 7 of 7 hidden tapes found. Yes. Alle gefunden. Made in 3 weeks for the super secret Halloween game jam. Oh. Okay. Zuhören. Scientifically years ahead, angel skin vipers neutralizes the drying effects of detergents and soaps. Only angel skin penetrates the outer skin surface and actually heals chapping. For smooth white hands, use angel skin vipers. Da starrt uns an, der Dämon. Ekelhafte Kreatur. Okay. Das heißt, nur wenn man alle wirklich findet, gibt's hier die ganze Information auf den Kassetten. Das ist Version 3. Okay, die Engelshaut. Für das Eindringen und für das Haut überziehen. Okay, das ist natürlich schon sehr interessant. Dann sind die wohl dazu geworden und sahen so abstrakt aus.
Und am Ende war das ja die Jenny. Dann brauchen die immer wieder neue Haut. Duh. Ja, ekelhaft abgedreht. Ja, Game of Thrones Ladies, das war die Indie-Pixel-Horror-Game-Play-Vollversion von The Dish Is Out. Sehr cooles Game. Interessante Story. Ja, interessante Mechaniken. Vor allen Dingen, was hier natürlich sehr super gestaltet wurde, ist die gesamte Atmosphäre mit den kleinen, feinen Aufgaben. Mit den Geheimnissen, die man finden kann, jetzt hier nochmal am Ende belohnt wird mit der Information dazu. Und ja, die Geräuschkulisse. Der Schnee, absolut top beim Laufen. Klingt super echt. Der Wind, wie wir es jetzt nochmal hören am Ende. Die ganzen Kleingeräusche von der Tür bis zum Schießen. Ja, all die Geräusche. Und dann natürlich auch noch die Kreaturen. Sehr unheimlich. Guter Gänsehauteffekt. Sollte man mal gespielt haben. Also hier auf jeden Fall das Vollversion 5 von 5 Twitcher-Sternen definitiv verdient. 5 von 5 Twitcher-Sternen. Absolut top. Mehr davon. Also John, weiß Bescheid. Und ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe das echt genossen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und lasst gern Feedback da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der Live-Schalte. Bis dahin, macht's gut. Euer Twitcher live aus der Gaming Lounge. Und